Kurz nach Geheimräumen gucken. Das ist so tatsächlich schwieriger zu handeln als mit Doc-Fötos. Für mich zumindest. Ich bin da zu blöd für. Ich komme damit nicht so gut zurecht. Man hat natürlich das Glück, dass man über alles Mögliche drüber schießen kann, aber sonst kann das schon problematisch sein. Shit. Peng. Geht doch. Ich gehe mal hier hin. Es kommt auch ziemlich schnell runter gerade. Das ist eigentlich nicht so schön. Ja. Also mir kommt die Rakete zu schnell runter. Ich hätte lieber, dass das ein bisschen länger dauert, bis die landet. So. Da vielleicht. Und oder da. Ja, da. Und oder war sehr unwahrscheinlich gerade. Also es hätte, glaube ich, oder? Kann das passieren? Ich weiß es gerade gar nicht. Gehen wir erstmal jetzt doch hier oben rum. Oh shit. Und kaboom. Okay. Ein goldener. Den brauche ich jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich eigentlich genug. Oh shit, genug Schlüssel. So. Oh. Habe es tatsächlich hingekriegt. Aber ich hatte ja auch zwei Versuche. Ich dachte, ich versau den ersten, weil Müll. Aber naja. Das ist Monstrous Tooth, oder? Ist das der gute oder der schlechte? Das ist der schlechte. Na gut. Da kommt so ein Monstro-Ding runter und macht... Ist gerade am Anfang ganz cool, aber macht dann irgendwie auch nur noch so... So ein bisschen Schaden und ist dann nicht mehr so toll. Nee, Moment, ich gehe hier außen rum. Muss ja eh noch da unten hin. In diesen Eckraum, der nicht so geil ist. Muss ich ja einfach mal so zugeben. Hätte besser sein können. Shit. Stirb. Da. So, ich nehme an, da unten ist kein Geheimraum. Nein, da geht ja auch die Karte gar nicht mehr hin eigentlich. Mal ganz davon ab. Ha. Aha. Gar nicht so schlecht. So, da oben noch. Nee, auch da nicht. Das Ding ist nicht so leicht zu steuern, wie es immer aussieht übrigens. Ah. Kaboom, okay. Da unten ist noch irgendwas, aber ich weiß nicht genau... Oh. Was es ist? Wir kriegen eine 9-Volt-Batterie. Warum eigentlich nicht? Nicht? Ich glaube, ich will da hinten gar nicht hin. Ich gehe jetzt erstmal zum Boss. Also das heißt erstmal. Das ist Monstro. Na der. Der hat eine Fliege dabei. Oh oh. Aber Angst. Der hat zwei Fliegen dabei. Da! Stirb! Hilfe! Na, komm. Geht doch. Okay, ja komm, ich gucke mir das da oben gar nicht erst nochmal an. Wir sind Sir Judas, wir haben das nicht nötig. Oh, boom und kaboom. Eine Arkade, naja, was soll ich da drin gerade aktuell? Oh, hoppala. Ach komm. Der wird jetzt in die Luft gejagt. Jetzt würde ich bei dem was spenden, pah, der kann mich mal. Oh, shit. Ja, das ist auch kein schöner Raum. Da kann leicht was passieren. So. Aber wir sind ja nicht doof. Wir kriegen das hin. Kann ich das wohl da rausschießen? Nein, kann ich nicht. So war das nicht geplant. So. Ja, komm. Ich hab genug Schlüssel. Ein D20. Naja, nee, ist nicht so richtig toll. Ich muss, glaube ich, gleich doch noch in die Arkade. Okay, es ist sogar tatsächlich, aber ich will das ja eigentlich kaputt haben, ne? Das ist, das ist der komische Platte-Pfennig da. Der ist nicht so richtig toll. Bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, was der gab. Irgendwas machte er auch mit dem Geld, das man kriegte. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, was. So, dann gehen wir mal kurz in die Arkade. Weil Boss-Challenge-Raum und so. Ja. So. So. Oh. Weiß nicht unbedingt das, was ich haben wollte. Überlege ich, ob ich das irgendwie anders... Aber ich glaube, anders kriege ich das eh nicht mehr hin. Dann halt nicht. Dann kein Boss-Challenge-Raum. Hat der Boss-Challenge-Raum halt Pech gehabt und wir gehen woanders hin. Ist ja nicht so, dass es wirklich noch irgendwie
wichtig dringend Items brauchen, ne? Wenn das ein bisschen... Oh shit, ich sollte auch nicht zu cocky werden, sonst geht das nämlich doch noch in die Hose hier. Kennen wir ja schon, wäre ja nicht das erste Mal. Nicht? Ja. Zieh doch die Bombe nicht an. Ja, toll, mach mal dieser Typ. Wir hatten dich schon mehrfach. Sprengt ihn in die Luft. Den Gierigen. Ja, das ist ein sehr ausgeprägtes Stockwerk hier, ne? Sehr... Oh. Sehr breit gefächert gerade. Da. Warum ist das Ding gerade abgeprallt? Die Zielvorrichtung ist... in dem Feuer abgeprallt. Mich selbst getroffen. So ein Mist. Oh, shit. Ja. Das sah auch gerade aus, als würde ich mich erstmal selber treffen. Aber habe ich nicht. Zack. Könnte mal ein Speed-Up gerade brauchen ein bisschen. Auch wenn ich natürlich grundsätzlich so ganz gut meinen eigenen Sachen ausweichen kann und so. Aber trotzdem ein bisschen Angst vor den Gegnern mehr so. Weil da kann ich aktuell nicht so richtig toll ausweichen. Kaboom. Na, kein Boss. Immer noch nicht. Dann nicht. Da. Diese ist natürlich noch schneller, weil sie ist halt eine Trollbombe, die folgt mir sowieso schon. Und ich glaube, mit dem Magneten, dann wird die sogar wirklich noch mal schneller. Was nicht so richtig doll ist. Oh oh. Na, noch haben wir genug blaue Herzen scheinbar. Geht also noch. Wenn wir jetzt noch so ein Money gleich Power hätten, ne? Sir Bling Bling und, ein massiver Schaden. Oh, toll. Es ist die verdammte Mistmam. Und so natürlich... Wie soll ich die denn treffen gerade? Ich habe keine Ahnung, wie ich die treffen soll. Ich muss immer ein bisschen vorher schon, dann geht das, dann treffe ich die. Ah, hat doch funktioniert, okay. Kriegen sogar tatsächlich ein Speed up. Und natürlich das Polaroid, das nehmen wir auch mit, weil mit so einem Setup sollte eigentlich auch Isaac kein großes Problem sein, aber wir werden sehen. Wir haben uns schon oft genug nochmal Aua selbst ins Fleisch geschossen und getötet. Vor allem mit solchen Geschichten geht das natürlich recht einfach. Ich habe mich hart treffen lassen hier gerade. Das war nicht gut. Kaboom. Die Tick. Die böse, böse Tick. Die wollen wir nicht. Dann ist nämlich der Isaac Run gelaufen. Oh shit, ich kann nicht fliegen. Das ist ein bisschen praktisch. Ich denke mal, ich könnte fliegen, aber... Ist nicht. Ist nicht. Ich weiß nicht, warum ich immer denke, ich kann fliegen. Bei solchen Sachen. Au. Warum ich mich dann selber in die Luft springe, ist auch mal noch eine ganz böse Frage. Naja. Noch geht's. Noch geht's. Oh shit. Trollbombe. Ja, machen wir das mal so frei. So. Kaboom. Kaboom. So, wir fliegen nicht. Wir laufen nicht in das Blut rein. Ich glaube, ich möchte gerade eigentlich tatsächlich auch wirklich nur noch zum Boss, ne? Alles andere ist, glaube ich, relativ nutzlos. Oder? Möchte ich noch erkunden? Ich glaube, nee. Die Gefahr, dass ich mich halt bei solchen Gegnern selber töte, ist halt zu groß, eigentlich. Die ist größer, als dass ich von irgendwas Bossmäßigem getötet werde. Das heißt, ich sollte das wahrscheinlich eher lassen. Shit. So. Puh, na gut, dann gucken wir mal. Es ist, oh crap, Daddy Longlegs. Der ist nicht schön, nicht mit diesem Ding. Shit. Also der stirbt natürlich recht flott davon, aber das war's dann auch. Okay.
habe ihn tot. Relativ schnell. Hatten wir das nicht, Ding nicht schon? Ach nee, es war in einem anderen Run, ne? Kommen die jetzt noch schneller runter? Oh, oh. Ist das nicht der Shadow of the, Night, oder? Also Spirit of the Night. Sir Ghost und so, jetzt können wir fliegen. Das lohnt sich. Für 2 Herzen kaufe ich mir auch Fliegen. Gerne doch, gerne doch. So, was gibt's hier? Eine Truhe. Mit einem Finger drin, den ich nicht haben will. Sprengt sie alle in die Luft. Ein bisschen Angst. Ich töte mich gleich nämlich selber. Ich sehe da schon kommen. Nee, doch nicht. Läuft noch ganz gut eigentlich. War nur ein normaler Challenge-Raum, ne? Das heißt, wir kommen jetzt gleich erstmal noch mehr Bosse. So, einer noch. Das ist der gute Schab. Oh, ich darf den natürlich nicht zu mir schieben. Das ist irgendwie blöd eigentlich. Oh oh. Boom. Also. Nehmen wir das Polaroid natürlich wieder mit. So, mal mit dem komischen Finger. Und wir können zum Glück jetzt fliegen. Ich schieße, glaube ich. Also, die kommen tatsächlich zu schnell runter. Ich hätte wahrscheinlich nicht nehmen sollen. Da, ja. Die Viecher sind doch auch immer scheiße mit so einem Item. Hm. Oh oh. Kaboom. Oh shit. Das ist auch nicht gut. Aber es geht noch, weil wir ja fliegen können. Oh, Lad. Da werden wir zwar wieder langsamer von. Kriegen aber 2 Herzen direkt dazu. Also nein, dazu kriegen wir sie gar nicht, aber wir haben 2 neue Max-Herzen. Schieß dir mal noch ein bisschen weg, damit ich das nicht aus Versehen dieses Ding aufmache. Kann das jetzt mal irgendwie... Ich will doch nur die Truhe davon weghaben, dann geht doch. Ich will da nicht aus Versehen irgendwelche Schlüssel verbrauchen. Nicht, dass wir die bräuchten, aber hey, whatever. Mehr blaue Herzen ist immer schön. Oh, was war das für eine Pille? Das war die Lockdown-Pille. Nee, danke. Muss gerade nicht sein. Wir hatten schon ziemlich hart Luck. Zugegebenermaßen, aber... Kaboom. Okay. So, es fehlt immer noch... Was ist das für eine Pille? Oh, die Tiersabpille. Ja, warum nicht, ne? Ich glaube, bringt mir gerade auch nicht so richtig viel, aber ist halt so. Ist halt da. Auch wieder nervige Gegner. Geht doch. Wenn man sie aus Reichweite tötet, dann geht das alles. Okay, was haben wir da? Den Turm. Nö. Was soll ich denn mit dem Turm? Hallo, Mom's Heart. Beziehungsweise Idlis. Erstmal schnell das machen. So, jetzt können wir auch das Item benutzen. Kaboom, kaboom. Oh shit. Oh shit. Durch gegen alles, was da rauskommt. Total pervers. Und gar nicht. Gerade gar nicht. Ja, Rums, ne? Also einfach mal hart Rums. Oh, ich hätte natürlich das halbe Herz noch mitnehmen können. Da war ich zu blöd. Okay. Er ist tatsächlich da. Karums, 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 Kaboom. Was war das für eine Pille? Oh, die Balls of Steel Pille. Ja, die nehmen wir nochmal. Warum nicht? Ich sehe meine Herzen zwar nicht mehr, aber meine Güte, ne? Oh, shit. Da. Ah, sterbt. Geht doch. Mach das mal so. So und. Ja, geht doch. So. Oh, hi.
Du hast mir da ganz am Anfang so ein ganz tolles Item gegeben. Ich fände das cool, wenn wir das jetzt wiederholen könnten und du mir einfach noch mehr coolen Stuff gibst. Joa, das zum Beispiel. Ich weiß noch nicht, was das da für eine Pille ist, aber wenn sie gut ist, bin ich da auch zufrieden mit. Es ist gar keine Pille, es ist eine Karte, aber du weißt, was ich meine. Da gibt er mir sogar ein Kartenset, eine Two of Clubs. Naja, aber das Kartenset will ich eigentlich nicht haben. Was soll ich damit? Oh. Ich habe meinen eigenen Schutz gekillt. Naja. Oh. Tabu. Oh, und jetzt haben wir auch wieder volles Leben. Geht doch. Oh. Das ist kein schöner Raum. Den hatten wir schon sehr, sehr oft. Und er ist ein Arschloch. Eieiei. Ah. Na. Geh kaputt. Alles. So, geht doch. Ja, komm. Gucken wir mal. Oh, lol. Sind ja nur Bosse. Das ist irgendwie interessant. Das Ding. Die sind eigentlich immer leichter als die normalen Gegner auf so einer Stufe. Oh, oh. Hab ich mich gerade getroffen oder nicht so? Ich glaube nicht so, ne? Ja, ach so, ja, da kommen ja noch welche. So, die schieben immer so durch die Gegend, wenn man die trifft. Das ist ein bisschen nervig. Will man manchmal nämlich gar nicht. Also eigentlich will man das fast nie. Ich will eigentlich gar keine Gegner durch die Gegend schieben. Vor allem will ich sie erstmal treffen, wenn es geht. Das wäre total super. Oh, noch eine Kuh. Cancer. Nö. Wäre toll, wenn wir jetzt einen, also jetzt wäre das gerade gar nicht toll, weil das ungefähr nichts bringt. Aber ne, es wäre toll, wenn man einen Dingens-Run macht. Einen Satan-Run. Das Schöne ist natürlich auch, dass ich damit quasi so langsam schieße, dass da irgendwie überhaupt nichts passiert. Also da kommt mir mal so eine Träne angeeiert. Und die trifft nicht mal. Ja, die trifft. No, die trifft nicht. Ich bin gerade zu faul auszuweichen. Das klingt irgendwie fies, aber okay, jetzt weichen wir mal aus langsam. Na, so richtig toll machen wir es auch nicht, aber naja. Was ist denn da gerade? Okay. Und die Chest. Was kriegen wir denn da noch Schönes? Eine Pillendose, ein BH, einmal Lemon und den Polyphemus. Hui. Oh, in die Pillendose rein. Speed down? Nee, danke. Muss jetzt ja nicht unbedingt sein. Achso. Nehmen wir den Polyphemus noch mit. Machen wir vielleicht sogar noch mehr Schaden mit. Ich weiß es gerade gar nicht. Oh. Das ist ein fieser Raum in der Chest jetzt. Da kann ich ja recht wenig gegen machen. Das ist auch nicht schön, weil, Magnet und so. Das Spiel weiß schon, wie es mich trollen kann. Unter anderem mit Trollbomben. Ja. Ein Burn Penny. Nö, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Okay. Oh nee, ah, das ist ja das Spinnenviech. Hilfe. Töte den Spinnen, du. Oh, was habe ich denn da gerade gemacht? Ja, wie soll ich den jetzt? Wie soll ich den jetzt treffen? Hilfe! Ah! Hilfe! Ich habe ihn getroffen. Mit dem Dingens. Mit dem Cube of Meat. Ich habe ihn mit dem Cube of Meat getötet. Eieieiei. Oh shit. Oh shit. Gut, dass ich fliege, ne? Sonst wäre das jetzt gelaufen gewesen. Aha. Ich muss das so ein bisschen hinter mir her schieben. Das Zieldingen. Dann geht das. So, was war das? Man weiß es nicht. Bombsackies. Ja, 61 Schlüssel von mir aus. Nicht, dass ich die brauche. Und da ist der Bossraum. So flott. Lass das mal bleiben. Finde ich nicht gut. Ah. Alles explodiert.
Raketen. Kaboom. So. Ja, ne? Das Blue Baby. Wir haben leider kein Skatule. Das heißt, die Fliegen sind ein bisschen, könnten ein bisschen nervig werden. Ja, wobei. Kommen wir halt raus und fangen noch nicht so richtig an zu fliegen. Okay, da ist eine Fliege. Ich mag sie nicht. Sie soll weggehen. So. Jetzt aber. Hat sich das auch erledigt hier mit dir. So. Komm. Schon eine Fliege. Geh weg. Böse Fliege. Ah. Mehr Bücher. Mehr Schaden. Ich glaube, mein Schaden kann nicht höher gehen, aber es ist nicht so schlimm. Ah. Hallo? Was ist das denn? Das hatten wir gerade bei Isaac auch schon. Strange. Na gut. Ich würde sagen, ein sehr erfolgreicher Run. Dann jetzt zum Schluss noch. Nachdem wir vorher relativ hart und böse mehrfach verkackt haben, hat das ja jetzt noch ganz gut funktioniert. Ja, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann wahrscheinlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.